Man könnte sagen, der geht unter Umständen in die Bücher ein als ein schwarzer Freitag für unsere Demokratie. Nicht diese klägliche Vorstellung der Regierung da beim Rücktritt von Minister Jung. Also, wenn Sie mich fragen, der Rücktritt kommt 4 Jahre zu spät. Nicht dieser Mann hätte überhaupt nicht Verteidigungsminister werden dürfen. Er hätte überhaupt nicht irgendein Ministerium bekommen dürfen. Wissen Sie, warum nicht? Weil er ein Kellner ist. Verstehen Sie? Und da schließt sich der Kreis vom schwarzen Freitag zum schwarzen Koch. Nicht. Jung war der Lieblingskellner von Koch. Das ist der springende Punkt. Er hat seinen Chef damals vom Untersuchungsrichter gerettet und zum Dank dafür durfte er als Kochattrappe eine 250.000 Soldaten zugucken, wie sie 4 Jahre lang in eine Sackgasse marschieren, führungslos. Nicht wahr? Das ist das System Koch. Man könnte auch sagen, vielleicht ist es schon der Anfang von der Berlusconisierung Deutschlands. Ich habe geträumt letzte Nacht, es wäre zu spontanen Arbeitsniederlegungen beim ZDF gekommen. Nicht Schächter, Kleber, alle dabei. Nicht dann schwarzer Bildschirm und dann eine Entscheidung, Krisensitzung, Koch kriegt eine Landesbank und die neue Verwaltungsrätin beim ZDF wird Erika Steinbach, damit sie mit ihrem vertriebenen Gejammer endlich aufhört. Nicht? Ich kann Ihnen sagen, davon bin ich dann aufgewacht. Nicht? Und das Schlimmste war, ich habe dann gedacht, womöglich kommt es so. Nicht? So geht's doch bei uns zu. Statt die besten Kräfte in unserem Land zu bündeln in dieser Krise, verscherbeln wir das Land an durchschnittlich begabte Parteifunktionäre. Das ist doch furchtbar, sowas, nicht wahr? Überlegen Sie mal, nicht wahr? In einer solchen Zeit, wo eine Regierung etwas anpacken müsse, etwas gestalten müsse, und wissen Sie was? Den behutsamen Ausstieg und den Abschied von Wachstum und Vollbeschäftigung. Darum geht es doch, nicht wahr? Wir und nicht nur wir, ganz Europa verliert unaufhaltsam an Bedeutung und materiellem Wohlstand. Und die halbe Welt sieht es mit Genugtuung. Warum? Weil wir sie jahrhundertelang drangsaliert und kolonisiert haben. Mit Zwangsbekehrung zu Christentum und Kapitalismus haben die Leistungsträger des Abendlandes sich die Tafeln vollgestopft bis zur Erschöpfung des gesamten Planeten. Und jetzt ist Schluss damit. Nicht wahr? Und wissen Sie, wer den letzten Sieg davontragen wird? Die Staatskapitalisten der Kommunistischen Partei Chinas. Das ist eine Pointe der Weltgeschichte, finde ich. Nicht wahr? Wahre Staatskunst müsste doch jetzt darin bestehen, das Volk für einen geordneten Rückzug zu gewinnen. Und was? Na gut, wir haben es ja selber gewählt. Wir haben gewählt, rette sich, wer kann. Nicht? Und weil wir gerade dabei sind, auf der Titanic, meine Damen und Herren, da hat die erste Klasse noch nicht mal annähernd die Betriebskosten gedeckt. Nicht? Die Hungerleider, die Drittklassigen, unten auf den Auswandererdecks, die keinen Zugang zu den Rettungsbooten hatten, die haben erst mit ihrem Ersparten den Luxus oben ermöglicht und rentabel gemacht auf dem Oberdeck. Die Titanic ist zu Recht untergegangen, aber sie ist umsonst untergegangen, weil wir nichts gelernt haben. 100 Jahre sind vergangen, nichts, nichts haben wir kapiert. Ich auch nicht. Ich habe in meinem ganzen Leben immer gedacht, Europa hätte als größtes Vermächtnis Vernunft und Aufklärung. Das stimmt aber überhaupt nicht. Wahrscheinlich ist es überhaupt nicht wahr. Die vollends aufgeklärte Erde erstrahlt im Zeichen triumphalen Unheils. Ich weiß nicht, wie viel ich trinken müsste, damit mir mal so ein Satz einfällt. Das sollte man machen. Was sehen Sie? Was trinken und dann ein Dreisatt-Themenserie über untergegangene Hochkulturen. Irgendwie sowas. Das wär's doch. Was sehen Sie? Irgendwie so ein 24-Stunden-Themenabend. Verschollene Zivilisationen mit reichlich Alkohol. Wir sollten die Bordkapelle einfach noch mal spielen lassen, Herr Lieberg. Sie könnten uns doch den Rest geben. Was machen Sie?